Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 4 The Ballad of Gay Tony. Und wir haben immer noch unseren schicken Anzug an und gehen erstmal hier raus aus unserem Haus und überlegen uns mal, was wir denn jetzt für einen Auftrag machen könnten. Ich glaube, letztes Mal habe ich gesehen, genauso ist es auch, dass da oben noch ein Drogenkrieg ist. Und wenn der schon in der Nähe ist, ne, dann machen wir den doch einfach mal mit. Dann fangen wir einfach mal mit ein bisschen Action an. Und ich brauche jetzt einen Wagen. Den will ich nicht. Aber hier ist kein anderer Wagen, ne? Doch, da vorne sind natürlich welche. Nein, nicht wegfahren, nicht wegfahren. Die haben immer grün, wenn ich komme. Das ist so unverschämt. So, ich nehme... Nein, ich wollte nicht den. Ich wollte den hier haben. Warum auch immer, weiß ich nicht. Der sieht ganz lustig aus. Aber das Taxi ist mir zu groß. Das ist mir zu unhandlich. Nein, nein, nein. Ich habe deinen Kumpel dabei. Der wollte einfach mal... Mach ich mal mit dem eine Spritztour. Der wird sich bestimmt freuen. Mal sehen, ob der so lange drinne bleibt. Dass wir an unserem Ziel angekommen sind. Aber ich denke schon, weil wir sind ja nicht so weit weg. Aber eigentlich springen die, glaube ich, immer raus, wenn wir... anhalten, weil wir haben sie ja praktisch entführt. So, warte mal, ich muss jetzt hier hin, hier hoch, und dann fangen wir mal einen Drogenkrieg an, mitten in der Nacht. Oh, warte, Desi, warte mal, ich nehme das mal an. Ich glaube, das haben wir ja schon mal gehabt, das Telefongespräch, ne? Am Ende. Genau, wir müssen da wieder mal eine Schicht übernehmen in dem Clubmanagement. Vielleicht bringt uns das ja nachher auch noch irgendwie was ein, irgendwie einen positiven Effekt. Aber im Moment will ich jetzt erstmal den Drogenkrieg hier machen, weil wir ja schon in der Nähe sind. Und der Überfall kommt mir sehr bekannt vor. Mal sehen, was wir jetzt genau machen müssen. Wir kriegen ja dann irgendwie Waffen oder sowas geschenkt. Oder Verbesserungen oder bessere Waffen kann man sich dann einkaufen. Und deshalb will ich die dann auch immer mal ab und zu mal einen absolvieren. Begib dich zum Drogendeal. Mal sehen, ob wir uns jetzt diesmal gescheiter anstellen als, ich glaube, das vorletzte Mal. Ne, das vorletzte Mal, da sind wir, glaube ich, einfach reingebrettert. Gestorben. Schaltet die Dealer aus, um das Zeug zu bekommen. Okay, wir sind schon fast da. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ein bisschen... okay, die sind da hinten. Wir könnten ja eigentlich... Warte mal, ich werde mal sowas hier machen. Ich werde jetzt das mal als Absperrung hier benutzen. Genau, und dann gehe ich mal hier raus. Aber die sind irgendwie auch über mir. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Und ich nehme mal... Haftbomben bin ich. Ich nehme mal... ist das sie hier? Ich glaube, das ist meine gute Waffe, oder? Das sind Gegner, ja, jedenfalls sind die dann im Kreis rot. Dann sind sie dann auch gleich erledigt. Ich hoffe, ich mach nicht immer wieder vor mich herlaufen, Henrique oder Iglesias oder wie du heißt. So, hol dir das Zeug. Ja, aber erstmal, wenn alle ausgeschaltet sind. So, da ist noch einer, da ist noch einer. Das ist unser Kumpel hier vorne. Da oben waren ja auch welche am Dach. Da liegt auch noch einer. Da hinten hat sich auch noch einer gemütlich gemacht. Aber dem werden wir gleich mal... das noch ein bisschen gemütlicher machen, und zwar wird es dann richtig warm für ihn, weil er dann in der Hölle schmoren muss. Was ist das? Über mir waren ja auch welche. Aber die sind, glaube ich, auf der Brücke. Ich gehe mal ganz vorsichtig hin. Was? Ah, da hinten, okay. Mal sehen, kriege ich den irgendwie? Wo ist denn der da? Hinter dem Zaun haben sie sich verschanzt. Ah, und da noch. Okay, okay. Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig vorgehen. Wir haben nämlich keine Schutzweste, aber ich glaube, wir haben das jetzt. Wo ist denn das Zeug? So, den Rest lassen wir einfach liegen. Das muss doch hier irgendwo sein. Ach, da ist die Tasche. Ich habe sie gesehen. Warte, auf der anderen Seite. Lass mich vorbei, ganz kurz. Ja, danke schön. Jetzt habe ich sie. Und wir nehmen natürlich den Wagen hier, weil der sieht schon mal ziemlich gut aus. Bring das Zeug zur Lieferadresse. Steig ein, komm schon. Ich will noch einen Partner haben, der mir hilft, wenn es jetzt brenzlig wird. So. Ich glaube, manchmal kommen die Typen dann nochmal mit dem Wagen vorbei und schießen dann auf uns. Oh, ich wollte gar nicht mit dem Bus fahren. Genau, irgendwas schießt nämlich immer noch auf uns, weil sonst würde er jetzt hier nicht mit der Waffe in der Hand schießen. Aber ich glaube, die sind jetzt alle weg, weil sonst würde er sich ja aufregen, und das tut er nicht. Also dürfte jetzt die Ablieferung des Stoffs eigentlich kein Problem mehr sein, obwohl wir schon wieder auf einer Felge fahren, rechts hinten. So. Aber das fährt sich trotzdem noch ganz gut. Ein bisschen schlägt's aus, aber das ist gar nicht schlimm. Und dann liefern wir doch mal
das Zeug denn ab? Da doch zum schießt er jetzt schon wieder. Anscheinend sind dann doch wieder Leute hinter uns her. Aber eigentlich müsste es jetzt mit dem Teufel zugehen, wenn wir jetzt dran krepieren, weil wir haben, glaube ich. Ach doch, wir haben eine Schutzweste, habe ich gar nicht richtig gesehen. Aber die hat uns dann auch, glaube ich, gar nicht so viel abgezogen, die ganzen Leute. Sonst hätten wir ja weniger Schutzweste. Die kleinen Schlingel haben nicht getroffen. Ups, Alter, der lässt sich ein bisschen schwer lenken. Ups, jetzt ausgebrochen. So, wo ist eigentlich unser... Irgendwas rammt uns auch hinten. Aber das ist mir eigentlich egal. Wir fahren jetzt einfach mal hin. Ich habe jetzt die Abzweigung verpasst, aber das Navi ist schlau und navigiert sich um. Da kommt auch ein Krankenwagen. Ich dachte schon, die Polizei wäre hinter uns her. Wahrscheinlich sind die schon auf dem Weg hinter den ganzen, wegen den ganzen Leichen, die wir da, die unseren Weg pflastern und die wir hinterlassen haben, als wir das Zeug geholt haben. Der war gut, der Chef ist doch eher selber hier, der bei uns im Magen sitzt. Von dem Henrike. Ah, der war gut. Ich finde die Sprüche von dem Toni echt geil. Die sind am witzigsten. Das witzigste. Der witzigste Typ, so wollte ich sagen. Von den ganzen drei GTA-Leuten, die wir hier hatten. Von Nico und Johnny. Das ist, glaube ich, der Toni immer noch der witzigste. Der Toni, sag ich, der Lou ist immer noch der witzigste. Und wir müssen hier wieder parken. Das kennen wir ja schon. Das ist immer derselbe Ort. Finally, bro. We're gonna get paid. Don't waste all that money, guys. Please. Call you soon. So, und wir kriegen natürlich auch jede Menge Geld immer dafür. Das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Wie viel insgesamt, weiß ich jetzt nicht. Habe ich jetzt nicht sehen können. Stand nicht direkt. 4 von 25 haben wir schon abgeschlossen. Warte, warte, warte. Den will ich haben, den will ich haben, den will ich haben. Und die Ampel wird natürlich auch nicht rot. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Nein, 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 nein. Bleibt ja... Nein, das bleibt nicht stehen. Dann muss ich mir wohl das jetzt hier nehmen. Oh, Mann. Ich wollte die coole Karre da hinten haben, aber die ist mir einfach vor der Nase weggefahren. So, jetzt überlege ich mal, was wollen wir denn machen? Wir könnten... Habe ich gesagt, wir wollen, glaube ich, da mal mit M anfangen, ne? Ob M für den Chef von James Bond steht oder für Moriarty? Nein, er steht für Mori. Genau, und Y weiß ich jetzt nicht. Das war, glaube ich, Yusuf, genau. Und sonst haben wir ja nichts mehr, ne? Dann fahren wir da jetzt mal hin und gucken mal, was wir denn der lieben Mori mal als Hilfe leisten können. Ich weiß gar nicht genau, wer Mori ist. Mit der hatten wir mit der schon mal richtig zu tun? Ich glaube, nicht so richtig. Mit dem Yusuf auch nicht. Ich glaube, das haben wir nur über Telefon irgendwie bekommen. Aber man muss ja ein Sinn dahinter sein, hinter Mori und Yusuf. Bis jetzt sind wir ja eigentlich der Toni. Für den Toni haben wir jetzt eigentlich die meisten Aufträge immer erledigt, denn der ist, glaube ich, immer so... Der ist, glaube ich, auch noch der coolste Chef, den man überhaupt so haben kann. So, wenn ich überlege, wofür wir schon Aufträge ausgeführt haben, wenn wir wohl Nico gespielt haben oder Johnny, wie die Chefs da immer durchgedreht sind und die waren ja nie lang unser Chef. Warte, mal sehen, ob ich das... Das war jetzt bestimmt zu spät, oder? Warte mal. Nee, das dürfte nicht zu spät sein. Warte, ich steig mal kurz aus. Warte mal, ich will nämlich dann den Wagen. Der dürfte nämlich eigentlich viel, viel schneller sein als unsere Krückmöhre hier, die wir hier haben. So, ich muss die jetzt nur erwischen, aber wir haben eigentlich einen Stau verpraktiziert. Genau, und dann müssten wir dann eigentlich viel, viel schneller an unser Ziel kommen, als mit der Möhre hier. Guck mal, das fährt sich doch schon mal viel, viel schneller. Da sind wir ja früher an der Brücke, da hätten wir zu Fuß gehen können mit dem anderen Wagen. Jetzt mach hin, ein Taxi. So, hier durchschlängeln und dann wieder über die Brücke. Weil Mori ist auf der anderen Seite von der Stadt. Ich glaube ungefähr da, wo Nico gewohnt hatte und wo das Taxi, wo die Taxizentrale mal war, die aber, glaube ich, schon abgebrannt sein dürfte von der Zeit her. Und irgendwann müsste ja auch mal weitergehen mit den Diamanten, ne? Die haben wir ja verloren. Da ist ja der Aaron oder wie er hieß, der ist ja dann gestorben und der hat ja Johnny jetzt die Diamanten, beziehungsweise die hat er dann in den Müll gelegt. Das haben wir ja als Johnny schon erledigt. Das haben wir ja schon gesehen. Und die Diamanten haben wir, glaube ich, dann mit Nico abgeholt gehabt, ganz im Hauptspiel. Und haben die dann von den Mülleimern abgeholt, das weiß ich noch. Und dann ging ja einiges schief in dem Museum, da müssten wir eigentlich auch noch hinkommen, weil da waren wir ja auch im Film zu sehen, konnte man das ja ganz gut sehen. Und Mori muss hier irgendwo sein, am Hafen wieder, ne? Die Strecke kann man ja ganz gut hier, immer an dem Diner vorbei, das gar kein Diner ist, weil es nur Kulisse ist, wo man nichts essen kann, wo der einzige Ort ist, wo ich weiß, dass man da was essen kann. Also die Burger-Shot natürlich, aber die finde ich immer nicht, wenn ich sie brauche. An dem Diner komme ich öfters vorbei als an diesen Burger-Shot-Dingern. Aber im Moment brauchen wir auch kein Essen, wir sind noch voll.
sind noch voll gefressen. Können uns kaum bewegen, aber wir haben eine Schutzweste an. Und hier ist auch schon Mori irgendwo. Ich glaube, da, wo auch mal Bruce gewohnt hat, ne? Hieß der Bruce, der mit den Muskeln immer... Genau, Kibbutz, number one. Nee, das ist er nicht. Aber so ähnlich sieht er aus. Oh, hey, Lou! Swiss. Yeah, whatever. Come here, give me some love right here. So what do you want? Donnie said you needed a favor. Well, I look like a charity case to you. Can I plead the fifth on that one? Ah, that's funny. You're funny. Yeah, you're fucking funny. Funny for a guy with all those pecs. But you got the lats of a little girl, and man, you need calf implants. Look at you. And, you know, I'm guessing just from looking at you, you ain't exactly packing a 10-inch hose, man. Me? I make girls wince. Wince. Oh. Just to level with you for a minute, bro. Tony owes you money. Tony's my boss and my friend. So I'll help you out a little. But if you mention my host again, I'll put you in the fucking ground. Jesus Christ, man. You're pent up. Come on, I didn't mean anything by it. I apologize. All right, look, let's rewind. We'll restart. We'll relax. Huh? Come here. Page one. Give me a hug. Huh? Give me a hug. That's it. Now, where were we? Oh, well, if it isn't my brother the ghost. Rory, what are you doing here, bro? And who's this guy? It's Lou. It's Luis. Right. Well, it's nice to see you too, little brother. Jesus, you look pale. What, somebody die? Unfortunately not, man. What are you doing here, Rory? I am thinking about moving back home. You see, I've been hearing some stories about you getting somewhat above yourself. And I'm worried about you. Well, don't worry about me, man. I'm fine, okay? I'm gonna be just fucking fine. Jesus, who is training you? Man ought to be horsewhipped. Look at you. You're lumpy. Oh. You're like awful, like a big pale mess. And you're fat, bro. You're fat. Screw you, Maury, man. You're perfect? Yeah. Chiseled, tan, handsome. I'm the dream ticket. Yeah, Mom always warned me that you were a lazy kid. I bet you've been juicing. Of course I haven't. Ugh. No. Yeah, I smell it on you. Fear. But I'm back now, baby B. I'm back. Oh. And your life just got fun again. Come on, Lou. Let's roll. Oh, and Fat Boy. You better let your friends know about me, because kibbutz number one, yeah, he's back in town. And this time, it's kosher. See ya, wouldn't want to be ya, fag. Begib dich zu den Docks. Okay, Mori ist gar keine Frau. Mori ist er. Ich hab gedacht, Mori wäre ein weiblicher Name, aber er ist eindeutig nicht weiblich. Don't get involved in stuff that's out of your league because of some small man syndrome that makes you overcompensate. Well, there's nothing small about what I got going on, Lopez. So you need me to take out the monster? I'll whap that shit on a dashboard and see what you think of it. Yo, you'll think it suddenly got dark in here. I'm talking serious block the sun shit. Oh, nah. Hey, just don't hold me responsible for your inadequacy issues after that, huh? Oh, don't take nothing out, bro. Keep it to yourself. Keep the monster away from me, and listen to what I'm saying. This shit comes from the heart, okay? I don't want to see you getting in over your head. For a man of your height, it's gotta be easy to do. Whoa, slow up, dog. I think you're mistaken in your impression of me. I look like a civilian to you? You look like a lot of things, bro. A lot of neurosis in one tiny package. Kind of like an army knife without the edge. You think because of my lumpy little brother that I don't swing on the dark side? Hey, I never said you weren't a swinger, man. Come to think of it, you might have seen you on one of the west sites.
Jetzt muss ich die Cops wieder loswerden, weil ich die Mautgebühr nicht bezahlt habe. Ich Schlingel, habt ihr mir die 5 Dollar ersparen wollen? Aber das dürfte eigentlich kein Problem sein, immer die Cops loszuwerden. War es bis jetzt jedenfalls nie. Und tatsächlich hatte ich recht hier, Krubbles oder Krubbles oder wie auch immer er hier heißen möge. Also sein Bruder hier, der Bruder von Mori. Ach, die erzählen weiter. Shit when they're 18. You were probably still sucking on your mama's titty at that age. I was doing time, bro. And leave my mama out of it. Things I saw over there were insane, dog. Insane! I'd tell you about it, but then I'd have to kill you right here. I could do it, too, with my bare hands. Wouldn't even think twice about it. But I won't, Lou. I won't because I like you. Yeah. Special forces don't even begin to describe my shit. Special sounds about right to me. Look, I came back here after the service, and I changed, man. I changed. You think it's easy sitting down at Econ 101 when you've been icing fools? I wouldn't know, bro. Still got my 4.0, though, didn't I? Oh, give it up right here. Yeah, good for you, bro. You want to send me a resume so we can skip all this personal history crap? No, I want you to understand, Luis, that I got the brain and the brawn, the meat and potatoes. MBA plus IDF equals do not fuck with this bitch. I got it all, brother. I can handle anything. Yeah, okay, fine, whatever. Remind me what we're doing now? We are paying a visit to some of my old, business associates. We're gonna take over their operation. Clear those fucks out. Perfect. Just perfect. Another fucking war. Fuck yeah! Wenn sonst nichts ist, dann übernehmen wir jetzt einfach mal ein fremdes Geschäft. Mal sehen, wie erfolgreich wir sind. Geh runter zu den Docks. So, und da, wir kennen tatsächlich der... Hallo, steig doch mal aus, mein Freund. Warum steigst du nicht aus? Jetzt. Tatsächlich, sein Bruder kennen wir ja, ne? Nico kannte den. Wir sind mit dem immer öfter aneinander... ja, wir waren mit dem, glaube ich, befreundet. Und er hat sich Nico gegenüber genauso benommen wie Mori seinem Bruder gegenüber und hat sich auch so aufgespielt. Das ist lustig, den jetzt mal zu sehen, dass er eigentlich auch kein helles Licht ist. War er sowieso nicht, aber... Im Gegensatz zu seinem Bruder. Oi, hey, motherfuckers! Dude, we told you, we ain't in business with you no more. You're a rip-off merchant. No more cooperation, my friends. It's hostile takeover time. Hand it over. Fuck you, Mori, you midget prick. You ripped us off for the last time. Let's get these fuckers! Ah, super. Der geht schon mal von selber Entdeckung. Genau das wollte ich auch. Das ist die falsche Wumme. Ich möchte meine gute haben, nicht die Haftbomben. Schalte alle Rivalen von Mori aus. Die tut's auch im Notfall. Wo ist denn da? Ich dachte, links da ist einer. Ja. So, den haben wir. Da hinten ist auch noch einer. Und hier der ist ja auch kein Held, ne? Der stellt sich ohne Deckung hin. Ich sehe ihn gar nicht. Ach, da. Nee, wo? Wo ist denn der Typ? Ich kann ihn gar nicht sehen. Da oben muss der sein. Aber ich kann ihn tatsächlich nicht sehen. Ich kann ihn auch nicht anvisieren. Alter, Mori brennt. Ist der blöd? Was macht der denn? Der hätte einfach mal warten sollen. Ich wollte da jetzt eh hoch. Ah, wo kommt der denn jetzt her? Der war gar nicht auf der Karte drauf. Das ist ja unfair. Der lebt noch? So. Mori, hörst du mal auf zu... Alter, brennt der immer noch? Ist das Absicht? Begib dich zum Pier. Ich glaube, Mori brennt. Alter, der ist, glaube ich, zum Wasser gelaufen, um sie zu löschen, oder was? Ach nee, da ist er, ja. Okay, begib dich zum Pier. Das ging jetzt eigentlich nur ganz einfach. Den Raketenwerfer, den haben wir tatsächlich irgendwie getroffen anscheinend. Muss ich jetzt fahren? Drücke linke Maustaste, verfolge die Boote und zerstöre sie, von der Fahrerseite des Bootes zu werfen. Halte, um die Hubbomben zu zünden. Okay, wir müssen jetzt erstmal nah genug rankommen. Und... Ich weiß nicht, ob das jetzt genug war. Warte mal, ich gehe nochmal ran. Komm schon, komm schon, komm schon. So, warte mal, jetzt da ist einer dran. Warte mal, ich muss so ein bisschen weggehen.
Genau, sonst explodieren wir nämlich selber mit. Wow, 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 ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Nein, nicht umdrehen. Boah, Alter. So, und jetzt hinterher. Die haben auch ziemlich schnelle Boote, aber wir dürften wahrscheinlich, müssten eigentlich schneller sein, sonst könnten wir die Mission ja gar nicht schaffen. Die drehen gerade hier bei, das ist gut. Wenn wir nämlich jetzt rechts bleiben, also wir müssen rechts bleiben, weil wir werfen ja die Haftbomben nach links. Ich weiß auch nicht, wie viele wir noch haben oder ob wir unendlich haben. Ich muss jetzt nur erstmal wieder rankommen. Wenn die uns jetzt hier mit dem, wenn die uns nicht treffen, das wäre ganz gut, aber wir haben auch noch relativ Leben, das geht noch, obwohl, das ist ja immer schnell vorbei, ne? Aber so Haftbomben, die sind ja aber hier in dem Spiel echt gefragt. Okay, das haben wir jetzt irgendwie gelöst. Ich hab's gar nicht, zum Explodieren gedrückt gehabt. So, versuchen wir es mal. Nee, wir haben es nicht getroffen. Scheiße, ich dachte, ich hätte es getroffen. Okay, nochmal. Bevor das irgendwie jetzt ins offene Meer oder sowas geht. So, ich werfe mal ein paar Stück. Ah nee, das ging auch ins Wasser. Komm schon. Schneller. So, ich versuch's jetzt nochmal. Auch nicht. Nein. Wir dürfen nicht untergehen. Ich habe nur noch 4 Stück. Alter, das hüpft auch so extrem. Oh, viel zu knapp. Was ist denn, wenn ich keine Haftbomben mehr hab? Alter! Bring Mori zu den Docks. Boah, das war aber knapp. Mit der letzten ist es aber tatsächlich, haben wir es dann mit der letzten geschafft, mit der letzten Haftbombe. So, jetzt. Logistics to me, huh? Hey, I'm more than happy to leave everything to you, Maury. In fact, I don't want to be no part of any of this shit. Correct me if I'm wrong, but you and Tony are business partners, aren't you? Sure. Well, I own Tony. Ergo, I own your ass as well. Get used to it. Hey, no one owes me, bro. Ooh, I beg to differ. So, wir liefern ihn jetzt erstmal ab. Ich glaube, wir müssen für ihn noch öfters Aufträge erledigen. Der geht aber auch richtig zur Sache, ne? Also, der ist nicht zimperlich. Was war das denn jetzt? Ich wollte eigentlich... Ich bin doch hier drinnen schon... Alter, das muss ich jetzt genau treffen, oder was? So, jetzt. Bisschen Schwachsinn. Sure I am, sure. Hey, you did great. I'm feeling real bullish about you, Lou. Real fucking bullish. Good to know. Hey, you come by soon. We got some more shit to discuss. Wie das Boot wackelt, meine Güte. Boah, 64%, gar nicht so schlecht. Die Zeit war nicht gut. Die hätte auf 5 Minuten sein müssen, statt die 8 Minuten. Schaden waren wir gut. Fatale Treffer haben wir nur 4. Hätten wir 10 haben sollen. Genauigkeit 70% hatten wir nicht. Wir hatten nur 23. Schaden am Boot 77. War auch nicht so gut, aber wir waren relativ schnell. Ne? Das stand ja da. Wir waren ziemlich schnell. Ich würde sagen, wir steigen jetzt auch aus, weil wir können ja jetzt an dem Boot gar nichts machen. Wir könnten zwar irgendwie... irgendwo hinfahren, aber ich glaube, unsere Missionen sind ja eh alle an Land, das bringt uns jetzt nicht viel und wir sind ja eben schon Boot gefahren und eine Bootsfahrt, die ist lustig und es heißt ja nicht zwei Bootsfahrten, die sind lustig. So, hier ist ein Loch im Zaun,